Leute, ihr sucht einen coolen Trink für euren Grillabend, für eure Party, für Silvester, was auch immer. Lynchburg Lemonade. Wir zeigen euch, wie es geht. Das ist nicht das Originalrezept, das ist eine kleine Abwandlung von uns. Ihr braucht einen Jack Daniels. Dann müsst ihr auch den Original nehmen. Oder ihr kauft einen besseren. Dann braucht ihr einen Triple Sec. Wir nehmen Contreau, 7-Up oder Sprite. Und dann braucht ihr noch Limetten, Zitronen, noch ein bisschen braunen Zucker. Wir haben jetzt auch schon mal unseren Träger vorgeheizt. Ihr könnt es auch auf dem Gasgrill, Holzkohlegrill, welchen Grill auch immer ihr habt oder wollt machen. Wir haben den schon mal auf ca. 200 Grad vorgeheizt. Weil wir wollen jetzt gleich ein bisschen die Zitronen und Limetten karamellisieren. Dazu halbieren wir uns unsere Zitronen und Limetten einfach nur in der Hälfte. Und jetzt kommt der schwierigste Part von dem ganzen Zeug. Päckchen mit braunem Zucker hier vorbereitet, ein Schälchen. Und dann packt ihr einfach eure Schnittseite und packt die einmal rein. Ich weiß, es ist sehr kompliziert heute, aber der Geschmack ist ultimativ lecker. Und wenn ihr sagt, dass der vom Grill kommt, also da freut sich jeder drauf. Der Sinn dahinter ist, der Zucker, der wird jetzt oben drauf auf der Oberfläche ein bisschen karamellisieren und gibt nochmal so einen kleinen schönen Extra-Kick. Wenn ihr das im Gasgrill macht oder im Holzkohlegrill, macht es ein bisschen indirekt. Da sind ja direkt verbrennen, nur dass es schön heiß werden und den Saft rauslassen und der Zucker ein bisschen karamellisieren kann. Wenn ihr den ein bisschen Smoky Flavor dran haben wollt, wenn ihr ein bisschen Holzchips im Gasgrill, im Holzkohlegrill nehmen oder ihr könnt auch die Scheiben auf der Zedernplanke legen. So, jetzt machen wir den Deckel zu und warten 10 Minuten ab. So Leute, nach der Hälfte der Zeit gehen wir mal zum Grill. Schauen uns das mal an. Die sehen schon ganz schön aus. Jetzt drehen wir die aber alle nochmal um, dass die nochmal ein bisschen direkte Kontakthitze kriegen. Lassen die dann nochmal so weitere 5 Minuten. Die dürfen jetzt schön süß sein und den Saft gelassen haben. Schauen wir uns mal an. Oh ja, die tropfen doch schon. Jetzt heißt es, unseren Trink zusammenzubasteln. Wir brauchen pro Person ein Glas. Ihr könnt natürlich auch eine große Schüssel vorbereiten, wenn ihr es nicht so wie wir jetzt ein Glas vorbereiten wollt. Dann passt ihr die Mengen einfach an und macht es euch in eine große Bowl und habt dann für jeden was zu trinken. Dazu nehmen wir uns eine Limette und pressen die uns in das Glas. Dann brauchen wir Jack Daniels. Dann nehmen wir uns 4 cl. Dann braucht ihr 1 cl Triple Sec. Jetzt füllen wir uns in jedes Glas 2 schöne paar Eiswürfel. Dann braucht ihr 7-Up oder Sprite. Schöne Grüße an Nachbarn. Und dann füllen wir nur noch auf. Und was soll ich sagen? Ready see Lynchburg Lemonade. Was machen wir jetzt? Poff. Poff. Dann würde ich sagen, Prost, Leute. Oh ja. Der hat jetzt dieses, du hast eine frische Säure, du hast ein bisschen, du hast eine Süße, du hast einen tiefen Körper, weil du schmeckst den Jack Daniels ordentlich raus. Das ist ein Getränk, den kann ich den ganzen Abend trinken. Mm. Doch, hier ist sehr lecker. Probier mal. Probiert's aus und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und denkt dran, hier oben geht's zum nächsten Video. Da geht's zum vorigen Video. Lasst uns ein Abo da. Die Glocke. Die Glocke müssen Sie drücken. Drückt die Glocke. Drückt die Glocke. Was noch? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ah, stimmt, ich habe ja den wieder.